Können Sie sich noch erinnern, vor fast genau einem Jahr kam am 9. November 2020 die Meldung, Pfizer und BioNTech hätten einen Impfstoff entwickelt und das hat an den Märkten extreme Auswirkungen gehabt. Zuvor war nur der Nasdaq, waren die Tech-Werte gestiegen. Plötzlich sprangen die anderen Indizes an, sprangen die Value-Aktien an und vervielfachten sich in der Regel in der Hoffnung, diese Pandemie würde damit dann bald erledigt sein. Nun wissen wir, dass das nicht der Fall ist, dass wir zwar, naja, so einigermaßen über die Runden kommen, aber ganz ist das Problem noch nicht ausgestanden, wie die aktuellen Zahlen vor allem aus Deutschland zeigen. Aber jetzt kommt eine Meldung, die möglicherweise schon wieder einen Gamechanger-Charakter haben kann. Ziemlich genau ein Jahr später nach dieser ersten Gamechanger-Meldung, nämlich eine Pille vielleicht als Gamechanger für die Tech Rally. Das wollen wir in diesem Video thematisieren, meine Damen und Herren. Und eines ist klar, diese ganze Geschichte, die ist so bullisch und ich werde jetzt mal einen Hut aufsetzen, der meine Einstellung hier deutlich zeigt. Fugibulle, ich hoffe, Sie können es lesen. Denn wir sehen hier der Nasdaq 100, das erste, oder der Nasdaq Composite genauer gesagt, das erste Mal hat er die Marke von 16.000 Punkten überschritten und vor der Pandemie, da waren es nicht mal 10.000 Punkte. Also wir sehen, da wurde ganz klar vor allem der Tech-Sektor nach oben gekauft. Ich nehme sie wieder ab, damit Sie mein Gesicht auch erkennen können. Und bums, mal eben auf den Boden geschmissen. Und wir sehen also, wie krass der Index hier partizipiert hat. Insgesamt die Tech-Werte mal die letzten 10 Jahre. Semiconductors 1000% gewonnen. Der Nasdaq 100 665% gewonnen in 10 Jahren. Der S&P nur 355. Energie 15%, Gold minus 1%. Hier sehen wir das mal in den Charts dargestellt. Also krasse Outperformance von Tech und natürlich die Tech-Anhänger. Die Bullen in Sachen Nasdaq. Die sagen, das geht ewig so weiter, das wird so exponentiell genauso weiterlaufen wie die letzten 10 Jahre. Aber gucken wir uns mal derzeit die Stimmung an. RSI beim S&P 500 bei 85,1 im 2-Stunden-Chart. Unten sehen wir mal eine Google, die das erste Mal heute auf 3000 gestiegen ist, mit dem Bollinger Band auf Quartalsbasis. Da sind wir weit, weit drüber. Das ist ein Chart, der, naja, ein bisschen, wie soll ich sagen, beängstigend ist. Das ist einfach sehr, sehr krass. Und wir haben dann Goldman Sachs, die sagen, wir heben unser Kursziel für den S&P 500 für das Jahr 2021 oder bis zum Jahresende auf 4.700 Punkte an. Von 4.300 und fürs nächste Jahr gleich auf 4.900 Punkten. Die Kombination zwischen besseren Gewinnen und dem besseren US-Berichtssaison und den niedrigeren Zinsen oder Renditen würde das Upgrade hier rechtfertigen. Wir sehen hier, wie Goldman Sachs diese Kurve linear ziemlich nach oben fortschreibt. Nicht mehr ganz so steil, aber auch ziemlich kräftig. Wir haben jetzt, by the way, das erste Mal seit der Dotcom-Blase beim S&P 500 Schiller-Price-Earnings-Ratio, also das sogenannte CAPE-Ratio, inflationsbereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis der letzten 10 Jahre, die Marke von 40 überschritten. Das hatten wir nur einmal, nämlich auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase waren wir da noch ein bisschen drüber. Auch der S&P 500, das erste Mal über 4.700 Punkte. Das ist das zehnte Mal, dass der eine 100er Marke reist. Das Ganze begann bei 4000 Punkten. Nee, das begann bei 3800 Punkten, haben wir dann gleich Anfang des Jahres 2021. Jetzt haben wir also die 4700 Punkte Marke überschritten. Und hier mal ein Kommentar auf Finanzmarktwelt. Irgendwie typisch ist in letzter Zeit, häuft sich das alles super. Ich sag's doch, by the dip, wenn man da überhaupt auf eine, wie man da überhaupt auf eine andere Idee kommen kann, das ist doch sehr strange. Gefahr, Gefahr, wo Gefahren sehen nur die Warmduscher, wenn jetzt alle Vermögensverwalter so denken und viel Geld ist im Umlauf. Was soll schiefgehen? Ah, ich weiß, der Mond könnte auf die Erde fallen. Das wäre natürlich schlecht für die Märkte. Also hier eine absolut irrational exuberance, wie ich das bezeichne. Absoluter Überschwang. Wir sehen Fear and Greed Index bei 85. Also alles schick, meine Damen und Herren. Jetzt setze ich mal eine andere Mütze auf. Bums. Fugibär. Ups. Plötzlich anderer Ton. Wir sehen hier Sven Henrik. Also jetzt ist rot angesagt, meine Damen und Herren. Wir haben ja jetzt die Situation, dass der Nasdaq an die obere Kante seines langfristigen Aufwärtstrends gekommen ist. Und wir sehen, dass die Volatilität des Nasdaq, sogenannte VXN,
höhere Tiefs macht. Wir sehen also, dass die Volatilität unter der Oberfläche steigt an. Das ist normalerweise etwas, was nicht zusammenpasst. Finden Sie nicht, dass wir rot besser als grün stehen? Naja, das ist natürlich subjektiv. Bums! Und weg damit. Ich muss mir erstmal mein langes Haar jetzt wieder zurückkämmen. Es ist natürlich schwierig. Jedenfalls, das ist natürlich vielleicht mal eine interessante Beobachtung. Jetzt hier diese Meldung von Pfizer. Hier hat man eine Pille entwickelt, die angeblich zu 89% der schwere Verläufe unterbindet, was dann eben auch eine Impfung überflüssig machen würde. Wir sehen deswegen, dass Moderna, BioNTech, auch Valneva ein Stück weit kollabieren und Pfizer sagt, BioNTech und Moderna 23% im Minus, als ich zuletzt geguckt habe. Und Pfizer sagt, also wir haben jetzt alles schon so weit geklärt, dass sobald die Genehmigung kommt, wir praktisch die Lizenzen vergeben haben an Drittanbieter, die diese Pille sofort herstellen können. Also das könnte dann sehr, sehr schnell auch vertrieben werden. Das ist natürlich eine abgefahrene Situation und wir sehen, dass heute etwa Value sich deutlich besser hält als Tech. Ist das nur eine Momentaufnahme oder ist das wirklich ein Gamechanger, weil man sagt ja, okay, damit ist jetzt eine andere Situation nochmal entstanden. Tech ist einfach so dermaßen überkauft, dass es fast schon wehtut. Jedenfalls heute die Arbeitsmarktdaten, die haben wir gesehen. Und die waren besser als erwartet, vor allem der Vormonat wurde nach oben revidiert. Interessant ist, dass die Frauen mehr Stellen hinzugewinnen konnten als die Männer. Hier sehen wir in dieser kleinen Grafik, dass die Frauen ja von dieser Corona-Pandemie deutlich stärker betroffen waren. Viel mehr haben ihren Job verloren oder haben ihren Job aufgegeben. Wir sehen jetzt übrigens den 7. Monat in Folge, dass die Löhne deutlich gestiegen sind. Wir haben Aussagen von Esther George, die eher so im hawkischen Camp ist, aber kein Extremhawk. Die sagt, ja, also die Inflation, die ist schlichtweg zu hoch. Es besteht das Risiko, dass die länger hier der Fall ist, wir beobachten die Lohnpreisspirale sehr, sehr genau oder die Risiken, die sich aus einer solchen ergeben könnte. Also ziemlich hawkische Kommentare und dennoch sehen wir, dass die Renditen fallen und Gold steigt. Ich hatte das heute Morgen dank Michael Silver von Figuring Out Money schon gezeigt, hier diese zwei Charts, die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe mit so einer inversen, sondern mit einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Heute dann die Rendite deutlich unter Druck, verliert 13 Basispunkte auf 1,45 und ein paar zerquetschte. Das erste Mal seit September oder tiefster Stand seit September, während Gold deutlich über die 1800er Marke steigen kann mit dieser inversen Schulter-Kopf-Schulter. Also irgendwie hat sich das angedeutet, auch wenn die Argumentation nicht wirklich leicht fällt. Wir haben durchaus eben diesen Lohndruck gesehen, auch in den Arbeitsmarktdaten. Die Zahlen waren besser. Hawkische Kommentare von Esther George und jetzt eben die Frage, wer wird der nächste Fed-Chef? Ist es Jerome Powell, der eigentlich schon gesetzt schien, so nach den jüngsten Gerüchten und Meldungen, aber jetzt hat US-Präsident Biden beide, nämlich den Jerome und Lael Brainard eingeladen ins Weiße Haus. Das zeigt, dass die offenkundig auf Augenhöhe konkurriert mit dem guten Jerome. Sven Hendrik sagt jetzt hat man zwei Wahlmöglichkeiten. Der eine, der die Zinsen nicht anhebt und die andere, die Zinsen nicht anheben wird. Das ist eine gewisse Ironie, die mir gefällt. Wir sehen aber, dass bei den Risk Parity Modellen derzeit ein ziemlicher Crash passiert. Eben diese Abstürze der Anleiherenditen. Überhaupt sind ja alle Welt ist long eben in Sachen Renditen. Man geht davon aus, dass die Renditen steigen. Jetzt passiert das Gegenteil. Aber das ist eine interessante Wendung. Dagegen das letzte gallische Dorf, das ist die EZB. Da sagte De Guindos, also Factors behind recent inflation surge are transitory in nature, very, very transitory, so much transitory. De Guindos, ein Spanier, Sturnaras, inflation pressures are temporary. Sturnaras ist der griechische Notenbankchef. So ein Zufall, dass die beide aus den Südländern stammen. Nur Holzmann, der Österreicher ist, der sagt, ja, also es ist so, wir müssen ja eigentlich jetzt mal diese Homeowner Equivalent Rent integrieren, also praktisch das, was die Amerikaner schon machen, nämlich reinzurechnen in die Inflationsberechnungen, was die Hausbesitzer an Miete zahlen würden, um eben auch diesen Immobilienpreisanstieg ein bisschen mit zu erfassen bei der Entwicklung der
Teuerungsraten in Sachen Transitory Inflation hat mich heute jemand auf Xing angeschrieben, mit dem ich in Kontakt bin. Der ist Berater in Sachen Materialwirtschaft in verschiedenen Branchen. Er sagt, ich betreue derzeit drei große Industrieunternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Pharma und diskrete Fertigung. Ich weiß nicht genau, was das ist. Jedenfalls alle berichten von denselben Hauptproblemen, die hohen Containerpreise, sodass vor allem kaum freie Container. Die Logistikrouten dauern ewig, bis sie bestätigt werden. Dann müssen die Firmen sehr, sehr lange auf die Materialien warten, weil eben in den Häfen die Verzögerung ist. Da ist schlichtweg Verstopfung der Fall. Es gibt zu wenig LKWs. Die Nadelöhre in den Häfen sind ein riesiges Thema, sodass die Produktionsdurchlaufzeiten massiv verlängert werden. Dass dies inflationär wirkt, brauche ich Ihnen sicherlich nicht zu erzählen. Ich sehe keine Besserung, sondern perspektivisch noch eine weitere Verschlechterung. Also vielleicht sollte die EZB auf diesen Kommentar vielleicht mal achten und aus ihrer Traumwelt aufwachen. Kommen wir noch kurz zu China. Da ja Kaiser jetzt offenkundig der nächste Problemfall. Evergrande hat jetzt Bericht nach Berichten die Privatjets verkauft, die man besitzt, um ein paar Millionen reinzubringen. Wir sehen, dass auch Kaiser versucht, alles irgendwie zu verkaufen, was irgendwie noch werthaltig ist. Und unten sehen wir die Entwicklung des chinesischen Property Bond ETF, also das praktisch die Entwicklung der Anleihen nachzeichnet, die eben diese Immobilienentwickler haben. Also da sehen wir, das ist schlimmer als bei der ersten Situation mit Evergrande. Es hat die ganze Branche erfasst. Das wird gerne mal ein bisschen verschwiegen derzeit, aber das Ding ist ja nicht vom Tisch. Es ist nach wie vor da. Und abschließend hier noch China. Hier hatten wir heute früh die Meldung, dass China offenkundig jetzt jeden, der sagte, Taiwan ist unabhängig, nicht mehr einreisen lässt oder wer diese Aussage tätigt, ist lebenslang verfolgbar, auch wenn er es im Ausland tätigt, dann kann er eingesperrt werden, das verjährt nicht, das ist eine wirklich krasse Entwicklung und hier Huk Shishin, Chefredakteur der Global Times, sagt, ja, die Amerikaner können machen, was sie wollen, aber sie kriegen ihre Militärstärke nicht in die Straße von Taiwan, wir werden establish overwhelming military capability to defeat external military intervention in the Straits etablieren. Also man wird massiv das Militär aufbauen. Kommen wir nochmal abschließend zurück, meine Damen und Herren, bevor ich Sie ins Wochenende entlasse. Pfizer Durchbruch stürzt BioNTech, Moderna und Valneva in den Keller. Warum, wieso, weshalb? Entnehmen Sie diesen Artikel, den ich unter dem Video poste. Und jetzt wünsche ich ein wunderbares Wochenende. Und wenn Sie unbedingt wollen, dann setze ich entweder die grüne oder die rote Mütze wieder auf. Das liegt an Ihnen. Servus und ciao.